Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drakensang am Fluss der Zeit. Ja, wir haben in der letzten Folge Neudrokon besiegt und uns das echte Auge des Drachen geholt. Und zwar von Ritter Tralda. Ja, Söldner Gundwein ist auch wieder hier oben. Hier sind ein paar tote Orks, ein Oger. Mal gucken, was wir hier noch so erbeuten können. Habt ihr noch Fragen? Nachdem ihr mit den dreien geredet habt. Ritter Tralda, was geschieht jetzt mit eurem Sohn, wenn ihr nach Ferdok geht? Er wird mit Hügelbeute der Burg bleiben, bis ich zurück bin. Erzählt mir von dem heldenhaften Kampf, der hier tobte. Viel zu erzählen gibt es da eigentlich nicht. Es war ein furchtbares Gemetzel. Mein Großvater hatte vieles bedacht. Durch solch einen Ansturm konnte selbst die mächtige Burg Grimza nicht aufhalten. Möge die Götter den Seelen meiner tapferen Mann ihre Anerkennung schenken. Gehabt euch wohl, Ritter Tralda. Danke, dass du so umsichtig warst, Malgorra das Drachenauge zu geben. Ich hatte schon Angst, du könntest etwas Unüberlegtes machen. Wie bist du in Gefangenschaft geraten? Plötzlich waren da überall Orks und ein Oger, da konnte ich nichts machen. Ja, okay. Hab Dank für eure Hilfe. Eines kann ich euch versprechen, Malgorath wird für all das hier bezahlen. Ich wünsche euch viel Glück auf eurem weiteren Weg. Irgendwann will ich mal so stark und mutig wie ihr sein. Dann viel Glück, junger Fenner von den Silberfellen. Ja. Machen wir mal Glättes Wunden weg. Das sollte gehen. Ja. Gut. Dann gucken wir mal, was wir hier noch so kriegen. Gerade Einbeersäfte. Und Verbände sind nicht schlecht. Oh Gott, hier sind so viele tote Soldaten. Mein Ding. Salbenfett von dem Oger. Folgt mir. Bolzen können wir gern mitnehmen. Geld. Geld. Toter Ork vielleicht noch. Einbeersaft und Wurfbeil, okay. Ja, und hier können wir durch das zerdepperte Tor wieder ins Fürstentum Kosch. Wir kommen übrigens nicht mehr in den Keller zurück. Der ist jetzt gesperrt für uns. Ja. Möchtest du den Burghof endgültig verlassen? Du wirst anschließend nicht mehr hierher zurückkommen können. Ja. So, das heißt, es geht für uns erst einmal. Zum Priorsplatz. Und das ziemlich schnell und ohne Umschweife. So, wir haben keinen Platz in unserem Inventar, um irgendwas zu verstauen. Deswegen gehen wir jetzt zu unserem Krämer des Vertrauens. Wir können Feilschen nicht mehr steigern. Nein, ist Maximum. Willkommen beim Krä So, okay. Wildschweinfell kann weg. Fellfetzen können alle weg. Holzschild. Dolch. Wurfbeile, die ganzen Langbögen, Stachelkeulen, noch mehr Langbögen. Das Bastardschwert behalten wir als Erinnerung. Bärenfallen können weg. Lederbänder. Breitschwert, Säbel, Magierrobe. Die Sachen können weg. Lederbeinschienen können theoretisch auch weg.
Warte ich aber mal. Das kann alles weg. Gleich der Armbrust, Kurzschwerter. Dolch, Kurzschwert, Zinnfigur, so. Noch ein Dolch. Den Rest tragen wir alles. Tellerhelm, Langbogen. Langschwert behalten wir. Sturmhaube. Behalten wir auch mal, aber das Kettenhemd wollten wir eh verkaufen. So. Jetzt geben wir mal das ganze Zeug von Forgrim. Ach ja, Piaka statt dem Rabenschnabel. Also Pechfackeln, Rabenschnabel. Der Andergaster, weil den wird niemand führen können. Dann geben wir mal das hier. Ich habe ja noch ein paar Lederbeinschienen, aber die kann ich dann verkaufen. Lass das mal Forgrim machen. Breitschwert. Die Streitaxt kann weg. Drachenblut kann sie nicht tragen. Das Inventar ist voll. So, das heißt, das kann alles weg. Noch mehr Lederbeinschienen. Ich muss dringend mal gucken, dass ich in meiner Kiste daheim dann Ordnung mache. So, 5 Pfeifen können auch weg. Sonst ist nichts auf der Seite. Und du bist auch schon wieder ziemlich voll. Wir könnten jetzt aber mal die Schultern tauschen. Weil die Schultern geben einen Konstitutionsbonus und sind verdammt gut. Also, das macht nur linker Arm und rechter Arm. Das hier macht noch Brust und Rücken. Auf ein, also linker Arm, rechter Arm 2 und das macht Brust und Rücken jeweils 1. Gut, ups, da wollte ich nicht hin. So, das heißt, die nächste Fuhre wird verkauft. Pechfackeln, Rabenschnabel, Stulp. 29 Dukaten für den Andergaster. Goldkette, Tellerhelm, die ganzen Hosensachen. Ich hätte lieber Schwerter einsammeln sollen. Anstatt die ganzen Lederhosen. Fällt mir jetzt gerade so auf. Naja. So. Handel abschließen. Damit sind wir das alles los. Aufgepasst. Gut. Weidner Langbogen, Elfenbogen kann beides weg. Ansonsten hat sie hier nichts. Robe der Stadt Ferdok, die wird eingelagert. Ja. Lass das mal Forgrim machen. Pfeile, Pfeilspitzen. Haben wir sehr viele mittlerweile. Könnten wir vielleicht auch welche verkaufen davon? Das da kann weg, das da kann weg. Das kannst du Forgrim. Ein Zwerg, ein Wort. Das sind nämlich Edelsteinchen. Na klar. Dann gucken wir gleich mal bei Gladys weiter. Goldring. Goldring. Zielwasser kannst du ihr übrigens. Magierrapier, der kann auch weg. Hier haben wir jede Menge Munition jetzt. Das ist Forgrim. Das kann auch zu Forgrim. So.
Das ist alles zu verkaufen. Dumm, die dumm. So. Sanja. Und alles andere ist irgendwie zum Verstauen. Gut. Also ja, wir haben noch Zeug zum Verkaufen, Zeug zum Verstauen. Willkommen beim Krämer Rappelbusch. Ja. Der Weidener Langbogen ist 8 Dukaten wert, der Elfenbogen 5, die ganzen Ringe. Der Magierrapier ist 9 wert, das Zeug ist alles nur Klimperibim. Viaka ist sehr viel wert. Der wattierte Waffenrock auch. Davon haben wir zum Glück ein paar eingesackt. So. Jetzt sind wir wieder leer. Was das alles angeht. Nächste Haltestelle ist der Tempel von Hesinde. Deine Schwester ist immer noch weg, hä? Ja. Sieht danach aus. Und ja, vor dem Hesinde-Tempel speichern. Ich weiß nämlich nicht, wie hoch die Chance ist, dass es jetzt schon wieder abstürzt, wenn wir da reingehen. Er scheint zu laden. Mit dir müssen wir reden. Unglaublich. Ihr habt wahrhaft alle drei Aufgaben der Drachenqueste gelöst. Lasst uns vor die Stimme des Orakels treten, auf dass ihr den Schild des Fendral in Empfang nehmen könnt. Na gut, ich bin bereit, Ehrwürdiger. Mit sicherem Fuße bist du tapfer jeden Schicksalsschritt gegangen und hast dich somit als würdig erwiesen. Dein soll sein der Schild der Flammen, einst getragen vom ersten Streiter der Drachenqueste. Er soll dir Schutz und Trutz vor Fairness, scharfer Kralle und glühendem Feuer sein. Unrag Garum, Unrag Ignir. Die Prüfungen liegen hinter dir. Du hast den Wirrengeist gerettet, das Schlangenbuch gefunden und in das Auge des Drachen geblickt. Das letzte Geheimnis kann nun von dir ergründet werden. Das Auge wird dich leiten, das Buch die Erkenntnis bringen und der Geist alle Hoffnung tragen. Der Schild aber sei dein Licht der Erkenntnis, das dunkle Herz aus der Finsternis zu tragen. Suche es, finde es. Es ist das größte Geheimnis, noch nie errungen von einem Streiter vor dir. Finde das adamantene Herz. Unrag Garum, Unrag Ignir. Die letzte Aufgabe des Orakels erwartet euch. Ja, das Schild des Fendrals. Es ist mir eine Ehre. Schildträger, benötigt ihr noch etwas auf eurem Weg? Werdet ihr mir auch dieses Mal eure Gedanken zu der Deutung der Stimme des Orakels mitteilen? Das Orakel sprach davon, dass sich euer Weg, euer Schicksal durch das Auge des Drachen eröffnen wird. Der Spruch der Schlange zufolge braucht ihr einen starken Magier, um durch das Auge sehen zu können. Ihr solltet mit Drakorium reden. Soweit ich weiß, sollte er euch in eurem Haus am Preiosplatz besuchen. Hab Dank für alles. Ich werde nun auf meinem Weg sein. Ah. So, damit haben wir das Schild des Fendral. Der Schild des Fendral ist eine würdige Belohnung für den Streiter der Drachenqueste. Das Metall fühlt sich seltsam an und ist aus einer merkwürdigen Legierung. Den Schild umgibt ein gleißendes Licht, das mögliche Angreifer verwirrt und den Träger zusätzlich vor Angriffen schützt. Das Tragen dieses Schildes ermöglicht eine zweite Parade. Effekt. Alle Angreifer erleiden einen Malus von -4 auf ihre Attacke. Das ist sehr nice. Also es ist grundsätzlich nicht besser als das Schild, was wir jetzt gerade tragen, außer durch diesen Bonus. Und es sieht golden aus.
Ein Zwerg, ein Wort. So, dann kann Vorgrim das verbesserte Eisenschild haben statt dem Stachelschild. Ja. Gut. Das heißt, abgesehen von der Rüstung, die noch für 2 Behinderung sorgt. Für wie viel sorgt der Helm? 1 Behinderung. Und die Schuhe für 0. Ja.